So, Leute. Wir genau, weil ich habe den schwarzen, den schwarzen Peter. So, wir wurden neu gespawnt und genau, sind wir auf der anderen Seite, also nicht hier. Kommen Sie mal. Hier da. Kommen Sie, kommen Sie. Wir holen uns jetzt einfach erstmal die Kingslayer-Datei hier oben. Wieso da oben? In 600 Metern. Nein. Nein? Nein. Doch. 135 ja. Meter, die ist hier vorne. Da ist sie. Ja. Ja. Hab ich doch markiert. Mhm. Ach so. Bin ihrer B-Markierung gefolgt. Ja, die B-Markierung ist was ganz anderes. Ja, man macht Tag. Man macht doch immer irgendwelche Fehler, dass ich überhaupt. Ja, nein, sie brauchen keine Angst haben. Dass ich immer ihren Sachen folge, das ist immer verkehrt. Finde ich. So, guck mal hier, die Mainzelmännchen hier. Oh, da mache ich jetzt ein Foto von den Mainzelmännchen. Aber erst hole ich die Kingslayer-Datei. So, hab ich. Und dann mache ich ein Mainzelmännchen-Foto. Und dann mache ich ein Mainzelmännchen-Foto. Patschamama. Genau, einmal zeigen. Die Patschamama. Patschamama. Ruhe durch, ne? Genau, ihr lest, ne? Das möchte sie nicht vorlesen, weil sie nicht lesen kann. So, ich mache. Stell dich mal bin so aufgeregt. Also, sie haben echt eine Ähnlichkeit mit denen. Oh, para, wir werden gesehen. Weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, vom vom Schneipi-Turm wurden wir gesehen. Ganz genau. Dann machen wir den weg, den Schneipi. Dann ist der schon. Dann ist der schon mal weg. Okay. Oben auf dem Turm. So, jetzt mach ich mal ein Foto. Genau. Ja, wir sind ja ziemlich nah dran an der ganzen Geschichte. So, jetzt möchte ich mal ein Foto machen. Waffe weg. Einmal davor stellen. So, jetzt mache ich Foto. Ganz schnell. Mit der Pachamama. Mit der Pachamama. So, warte mal. Also, sie haben echt eine Ähnlichkeit mit denen. Muss man ganz ehrlich zugeben. Soll ich mal einen Fuß schießen oder was ist hier los? So, einmal ducken und einmal will ich sagen. Das sieht doch ganz gut aus. Ich lasse jetzt mal die Rock Lady machen. Weil die ist ja immer so. Alter. Hat sich ja gerade aufgeregt, weil ich ja Scheiße gebaut habe. Sehe ich ja zu. Also sehe ich ja ein. Aber sie haben auch ganz schön Kacke gebaut schon, ne? Also ja, steht jetzt, aber das steht war jetzt bisschen. Steht jetzt 1-1, ne? Wenn sie das so wollen. Wieso schießt denn einer auf mich? Was war das denn jetzt? Ah, ich schmeiß mal Drohne hin. Ach, und wir hatten das schon alles hier markiert, ey, so ein Dreck. Tja. Da ist noch ein Sniper. Gehen wir mal von der anderen Seite gucken. Naja, geht auch nicht. Da ist noch einer. Zweites Ziel da drüben. Freundgesichtet. Da ist auch noch. Ich nehme auch mal eine Drohne. Wir könnten auch leicht und locker. Von hier so, ne? Geht auch. Da ist einer drin. Das ist auch gut. Hier muss noch irgendwo einer sein. Da ist Nachschub. Da ist einer. Hier vorne ist aufgeklärt. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Da ist noch ein Sniper. Bis ganz hinten komme ich nicht. Scharfschütze im Turm. Da ist jemand. Da ist einer. Da hinten ist einer. Den habe ich. Der Sniper ist. Der ist auch. Luftabwehrgeschisse. Aber bis dahin brauchen wir ja schon. Boah, hier ist unheimlich viel Nachschub, ne? Ja. Absolut. Mega viel Nachschub. Hast alles markiert, ne? Ja, die Frage ist halt, ne, wie gehen wir vor? Ja. Boah. Ich meine, wir haben ja nicht alles markiert. Ich komme ja auch nicht an alles ran hier, das ist ja das Problem. Also wir sind jetzt hier oben. Da müssen wir hin. Jetzt ist hier ein Weg. Wir können durchs Tor rein. Boah, eigentlich sind da nicht viele. Nee, das stimmt.
Weil der Weg, wo wir gerade reingegangen sind, der war ja okay, ne? Ja, wir müssen nur den Snipey da oben weghaben. Da ja, muss ein sauberer Abschuss werden. Auf Turm 8 ist ja alles erledigt eigentlich. Ja. Soll ich schon mal näher rangehen? Na, warten Sie mal. Was heißt denn jetzt näher? Ich komme mal näher zu Ihnen. Ja, der Snipey da oben, den würde ich noch gerne erledigt haben. Ja, das machen wir auch jetzt. Dann gehen wir erstmal außen rum und holen uns die alle. Was halten Sie davon? Ah. Bereit? Ja. Warte mal, ich habe keine Position. Nee, dann muss er alleine machen. Mich. Ich treffe den so nicht. Kann den so nicht treffen. Ach, jetzt geht er nach hinten weg. Scheiße. Ja, okay. Dann lass uns eine bessere Position suchen. Hier ist eine gute Position. Komm her, hier treffen wir den. Komm her. Wo sind sie denn von hier? Von hier können wir den holen. Fertig? Ah, da ist die Stange dazwischen. Das nein, ist es nicht. Bereit? Ja. Tango getroffen. Okay. So, das weg. Dann gehen wir außen rum. Dann säumen wir dann erstmal von außen. Hier draußen rennt einer rum. Ups, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier rüberkomme. Immer schön in Deckung bleiben. Ich könnte den Sniper hier oben wegmachen. Warte Turm 2. Ich hab hier auch schon. Turm 2. Hm. Ja, mach mal, wenn du kannst. Und sicher bist, dann mach. Down. Ich habe hier schon mal Nachschub zu markieren. Turm 2 ist weg. Ja. Und auf der Straße rennt einer rum. Ich mach mal hier so ein bisschen Nachschub. Oh, ich sehe jede Menge Nachschub. Leku Fanek. Ja. Da können wir natürlich schon einiges machen. Ja, hier ist nicht wenig. So, hier ist auch ein Türmchen. Ja, der steht aber ungünstig. Da müssen wir halt außen rumlaufen. Müssen wir warten, bis der hochkommt. Mhm. Bis der nach vorne kommt. Oh, hier ist auch wieder ein Nachschub. Warte mal, du bist mit dem da hinten, in 231 Meter auf dem Turm. Aber dann warten wir erstmal, oder? Mhm. Wo bist du denn schon wieder? Oh. Nachschub. Die haut wieder ab. Nachschub. Oh Gott. So, jetzt habe ich eine Schussposition. Ja, dann mach. Down. Was ist mit dem Turm da hinten? Der bewegt sich gerade. Hm. So, oh, hier ist noch mehr Nachschub hinter uns. Er liegt im Pfanneck. Warte mal. Hinter dir ist auch Unidat, ne? Ich weiß. Ich klär mal auf. Ja. Boah, Leute. Alter. Ey, das müssen wir aber hier säubern, sonst haben wir ein Problem. Und die haben auch Autos hier. Hm. Das sind nicht viele. Einer wird noch im Gebäude sein, schätze ich. Ja. Wenn wir die hier wegholen, dann ja, können wir mit dem Auto ins Haupttor rein sogar. Das wollen sie, ja? Ja, sicher. Was hältst du davon, wenn wir die hier wegmachen? Ich suche mir eine Position. Ja, ich stehe natürlich ein bisschen ungünstig. Ah, das ist der Zaun. Durch den Zaun schießen ist immer scheiße. Du sollst ja nicht durch den Zaun schießen. Ja, und sonst? So ja, wie und oberhalb, sonst? Oder was? Hm. Das ist die letzte Mission. Ich meine, so. Ja, das war ja klar. Das hat nicht einfacher wird, aber logisch. Ja. Da gebe ich Ihnen recht. Sorry, Mission. Ich gucke jetzt noch mal auf die Karte und zeige euch das noch mal. Ihr seht es. Eine Kingslayer-Datei, die ist drin und der Bonusorden ist drin. Ansonsten haben wir dann alles durch. Die Einsätze 2 von 4. Also kommt da noch einer. So. Hast du gehört? Ja. Ja, da sind wir noch nicht durch hier. Wenn du das weg hast. Ist nicht die letzte Mission. Also ich könnte einen auf dem Gelände, aber die laufen jetzt alle im Entenmarsch hier. Was haben die im Entenmarsch? Ne, die laufen im Endmarsch hintereinander. Achso, jetzt habe ich verstanden. Das heißt, wenn ich den einen schieße, sieht der andere das.
Naja, gut, okay, das Risiko ist natürlich zu groß. So, der bleibt stehen, den könnte ich erledigen. Der ist über dem Zaun. Ja, das ist der, der nicht markiert worden ist. Nein, die sind alle markiert, alle drei. Nein, der ist nicht markiert hier unten. Einer ist nicht markiert. Der ist im Gebäude drin, den kann ich jetzt hier nicht sehen. Ja, den will ich ja jetzt markieren. Warte mal, jetzt sind drei Stück nebeneinander. Jetzt ist er markiert, die sind alle markiert. Der eine geht aber jetzt weiter. Warte mal, wenn ich den, wenn der nochmal stehen bleiben würde. Wenn mal schön, wenn du dich hinkniest, kannst du auch besser schießen. Ach, scheiße, der ist jetzt wieder im Zaunbereich. Ah, okay. Ja, im Zaunbereich traue ich mich nicht zu schießen. Treffe ich den, wenn ich durch den Zaun schieße? Nee, das funktioniert nicht. Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Weil die sind auch gefährlich, weil wenn du Scheiße baust, dann holen die hier irgendwie großartig was, ne? Naja. Jetzt kannst du aber auch nicht laut vorgehen. Weil das wäre nicht so gut. Ja. Einer steht an der Straße. Ja, pass auf, dass kein Auto von hinten kommt. Ja, ich... Kacke, ey. Irgendwie müssen wir da rein. Soll ich den an der Straße wegmachen? Nein. Nicht. Dann wird der gesehen. Der plöppt irgendwann weg nach ein paar Sekunden. Das glaube ich dem nicht. Da kommt einer in unsere Richtung, das ist dein erstes Opfer. Ja, glaube ich nicht, dass das meiner ist. Ich möchte nichts machen hier, das ist mir alles zu... Weiß ich nicht. Ich könnte den wegmachen jetzt? Macht... Ja, der bewegt sich wieder. Ich kann das machen? Nee, der wird von dem anderen dahinter gesehen. Achso, okay, alles klar. Der kommt nämlich gerade in seine Richtung, er steht so. Nee, der geht andersrum. Nein, vergiss es. Siehst du doch. Vergiss es. Ich rede nicht von dem vorm Gebäude, sondern hinterm Gebäude. Ja, vergiss es. Jetzt können wir sie beide holen. Komm her. Vergiss es doch einfach. Durch den Zaun schießen ist scheiße. Wir schießen nicht durch den Zaun. Mann, wir sind doch oberhalb. Meine Güte, komm her. Mann. Ich kann das bald nicht mehr hören. Das ist schön, schön gemacht, Miri. Echt schön ja, gemacht. Ja, jetzt habe ich Mist gebaut. Komm, wir hauen ab. Ja, du baust 2-1 für dich. Diesmal ja. Hab ich Mist gebaut. Ja, weil du einfach nur... Ja, ich habe auch gedacht, ich könnte den hinteren mal eben... Und dann ja, ist das zweite Mal jetzt. Zweite Mal. Das geht auf deine Kappe. Immer ein Jahr... Oh, guck mal, hier ist schon noch. So, ich bleib jetzt hier stehen. Arschlecken, ich renne nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Die kommen doch sowieso nicht hier hin. Doch, die kommen. Ja, ist doch schön. Dann können wir sie hier wegmachen. Ist doch schon wieder weg alles. Ja, aber die kommen trotzdem. Nein, die kommen nicht. Bleib stehen. Warten Sie, ich habe eine Position. Wieso steht hier direkte Bedrohung Rockley? Die verstehe ich nicht. Ja, weil ich die aufmerksam gemacht habe. Scheiße, wie war das denn nochmal? Oh, das war so doof, ey. Ja, man kam von vorne rein und wenn man einmal drin war, war man drin. Ich würde die auch in Ruhe lassen da. Die brauchen wir nicht machen. Die an der Seite. Haben sie gehört? Leider. Oh, die haben sich wieder beruhigt. Naja. Naja, die haben sich beruhigt. Naja. Das ist gar nicht so einfach, ey. Ja, das ist tricky ein bisschen. Vor allen Dingen müssten wir die aus den Türmen rausholen. Erstmal. Also, solange die noch in den Türmen sind, ist das immer alles schlecht. Finde ich. Achso, das ist der Turm dahinter. Okay. Ja, wo hat der denn Ziel mit Maschinenpistole? Das ist doch gar keiner.
Ist das ein Gegner? Ja. Nein. Ja, hier ist ja eine Eingangsräumelbums. Hier kann man ja rein. Das ist nur so ein Zugang, Eingang. Ich wollte nur sagen, dass du ganz woanders bist, ne? Aber ja, da fällt dir wahrscheinlich auch gar nicht auf. So, hier könnten wir rein. Ja, ich will die Dinge da hinten erstmal in Ruhe lassen. Ja, kann ich nicht in Ruhe lassen. Weil ich genau da bin. Echt? Mhm. Ich muss jetzt warten, bis die abgehauen sind. Sonst komme ich da auf ihrer Seite nicht rüber. Weil hier ist der Zaun, ich komme da nicht durch. Ja. Das ist mein Problem gerade. Es sei denn, ich klaue ein Auto oder so. Und bretter in den Zaun rein. Ja. Oh, wo kam der denn jetzt her? Der war noch nicht. Ich glaube, das mache ich mal eben. Gib mal dein Auto. Ich brauche dein Auto. Kannst du sofort gleich wieder haben. Hier ist eine offene Tür. Nur zur Info. Hier, nimm dein Auto und hau ab. Ach, jetzt läuft der weg, der Sack. Warum bleibt er nicht stehen? Ja! Kommen Sie mal zu meiner... Ich bin wieder da, wo wir vorher waren. Ja, kommen Sie mal zu meiner Position. Nein, komme ich nicht. Weil hier können wir was machen. Sie sind viel zu weit weg. Hier können wir fast was machen. Sie sind 500 Meter entfernt von mir. Ja, kommen Sie zu mir. Nein, komme ich nicht. Ich werde mich jetzt nicht auf die andere Seite bewegen. Haben Sie Angst? Nee, aber das ist mir mit Ihnen zu gefährlich. Ich mache von hier. Ich bin da, wo wir vorher auch waren. Na toll, warum bewegen Sie sich immer, wenn du bist weggegangen. Du bist ganz woanders lang gelaufen. Da habe ich noch geguckt, dass ich irgendwo reinkomme. Da bist du schon wieder losgerannt. Und ich lasse dich jetzt da ganz alleine verhungern. Ich bleib jetzt hier. Und kümmere mich jetzt um Turm. Ausgeschaltet. Und kümmere mich jetzt um Turm 4. Ich werde noch einmal ein Dröhnchen starten, damit ich hier nochmal eben aufklären kann. So, wenn der jetzt hier gleich in Sichtweite kommt, kümmere ich mich auch um Turm 9. Da kommt er. Da ist noch jemand. Hier auch noch jemand dran. Der sieht mich, scheiße, der sieht mich. Geh doch da rein. Boah. Da ist jemand. Da ist jemand. Turm 6. Da oben ist, da ist der Mörser. Da ist noch einer. Hier ist noch einer. So. Okay. Turm 9 ist sauber und Turm 8 ist auch sauber. Da ist noch jemand. Oh. Da ist noch jemand. Ja, ich bin genau da, wo wir gerade auch waren. 06 ist aufgeklärt, Turm. 05 ist aufgeklärt. Und jetzt bin ich rausgeflogen aus dem Spiel. Was? Nee, doch nicht, ich bin wieder da. Kommen Sie einfach. Alter, warum ich jetzt auch, rennt einer rum. Warum ich jetzt auch immer einen schwarzen Bildschirm hatte. Oh ja, viel Spaß, ne? Dritte Mal! Warum kann ich nicht hier. Alter! Das war das dritte Mal. Ja. Ja, weil Sie nicht gekommen sind. Wenn Sie zu mir gekommen wären, Nee, Sie haben mich im Stich gelassen. Du bist ganz alleine da hinten rumgelaufen. Sie haben mich ganz alleine im Stich gelassen. Ja, ist gut. Ja, Leute, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.